ihr Lieben. Heute macht man Hundeaufstand. Heute machen wir einen russischen Eintopf, einen Suppeneintopf und zwar einen Borscht mit einer veganen Sauce Rouille. Und für unseren Suppeneintopf, das Wichtigste oder der markanteste, die markanteste Zutat ist die rote Bete. Mit der fangen wir gleich einmal an. Da habe ich eine rote Bete schon ein bisschen vorgekocht und die tue ich jetzt anbraten. Und zwar tue ich die aber separat anbraten und gebe es dann gleich in den Kochtopf. Da haben wir da einen Kochtopf schon hergekriegt, da kommt dann nach der Reihe alles rein. Weiter habe ich dann noch Karottal, Staudensellerie, Zwiebel, Knoblauch, Chili und einen Chinakohl. Normalerweise ist der Borscht mit irgendeiner Kohlart, Wirsing, Weißkraut, Rotkraut. Wir haben aber eben nur einen Chinakohl daheim. Das funktioniert mit dem auch ganz gut. Ich bin aber dafür, dass man mit den Zutaten arbeitet, die man noch daheim hat. Und eben wichtig ist, dass die rote Bete zuerst anrösten und dann erst alles andere. Weil erstens einmal kann es sonst sein, dass das andere alles ein bisschen hübscher wird. Und sie zu arg zu schnell verfärbt. Das verfärbt sie dann sowieso ein bisschen. Aber wenn man rote Bete zuerst anröstet, dann bleiben die Farben ein bisschen besser erhalten. Dann normalerweise wird der Borscht mit irgendeinem Schweinefleisch oder mit einem Gesöchten oder so gemacht. Wir haben da ein bisschen einen Seitan. Dann habe ich da noch eine Gemüsebrühe, einen Essig und passierte Tomaten. Dann für unser Rui habe ich zwei gekochte Kartoffeln, ein bisschen einen veganen Frischkäse, einen Senf und ein bisschen Öl. Und das machen wir dann alles im Mixer. Ah ja, und ein bisschen Knoblauch tun wir da rein. Da kann jeder rein. Da das köchelt, geben wir in Kartoffeln hinein. Die Rouille kennt ihr vielleicht, die wird traditionell zur französischen Bouillabaisse serviert. Ich finde aber auch, dass eben zu Eintöpfen, überall wo du sonst das Sauerrahm-Topping drauf machst, passt die ganz gut. Du kannst das auch als Aufstrich auf ein Brot nehmen. Also ich mag Rouille sowieso total gern. Da habe ich jetzt Öl rein da. Dann zwei Eckerl veganen Frischkäse. Ein bisschen Senf. Und zwei Esslöffel Rouille kannst du rein tun. Ja. Jetzt da vier so Esslöffel von der Rouille rein da. Und dann noch ein bisschen Kalanamak, schwarze Himalaya-Salz. Vorbereitet kann man es jetzt schon. Das werden wir dann mixen, wenn wir die nächsten Sachen so. Also die rote Bete haben wir jetzt schön angeputzelt. Dann drüber greifen wir verbrennen. Die geben wir jetzt da raus in unseren vorbereiteten Kochtopf. Ah, den Knoblauch habe ich nicht rein, dann so ruhig. Ein bisschen von dem Knoblauch geben wir da dazu.
Eigentlich kann man ein bisschen Chili auch dazu da. Kann man ja. Ich mag es ja. Ja. Also das ist wirklich, könnt euch würzen wieder, wie es wollt. So. Dann dann da weiter. Wieder Öl in die Pfanne. Dann kommen die Zwiebel. Ich habe da eine halbe rote Zwiebel genommen. Könnt ihr aber natürlich auch wieder gelbe Zwiebel nehmen. Oder auch Jungzwiebel. Dann Knoblauch. Und Chili. Dann mal ein bisschen glasig anschwitzen. Beim durchs Anschwitzen kommt ein bisschen die Süße aus den roten Zwiebeln raus und das schmeckt halt dann alles ein bisschen feiner. Darum mag ich die roten Zwiebeln sehr gerne. Dann geben wir da einen Staudensellerie dazu. Und die Karotte. Und wir haben alles in so Streifen geschnitten. Geben wir auch noch den Seitan dazu. Und dazu rein theoretisch vegane Würste oder irgendein anderes veganes Fleisch nehmen oder auch ganz ohne. Es gibt da auch vegetarische Rezepte vom Borscht. Am besten war natürlich irgendwas Geräuchertes. Aber nachdem wir keinen geräucherten Seitan da gehabt haben, da haben wir ein paar Kopferl von unserem Liquid Smoke dazu. Das ist was auch so. Ja, okay. Ja, jetzt hat es ein bisschen Raucharoma. Dann kommt da der Kinokohl dazu. Oder eben das Kraut, da könnt ihr Kraut feinwurbeln, Kohl, Wirsing, was auch immer. Salz würzen. Und ein bisschen weißen Pfeffer. Löschen wir das mit ein bisschen Kupfer ab. Und dann machen wir da schon einen Change. Das darfst du gleich nicht machen. Hast du das? Okay.
Suppe drauf. Ich habe da so gut, ich glaube 300 ml Suppe, was waren. Und dann kommt da noch, ich habe jetzt da 400 ml, ich glaube die Hälfte von den Tomaten dürfte reichen. Schauen wir mal. Ja. Oder Mäuschen, was sagst du? Ja. Ja. Und das lassen wir jetzt einfach nur einköcheln. In der Zwischenzeit können wir uns da mal unser Fake-Sauce holen. Ich mache das da mit meinem Wenn ihr jetzt keinen veganen Frischkäse daheim habt, dann geht das auch zum Beispiel mit einem Seidentofu, mit einem weichen Tofu, auch mit einem harten. Da müsst ihr dann ein bisschen einen Schluck Kokosmilch oder Pflanzenmilch oder. Wenn man es natürlich mit dem Stabmixer macht, dann kriegt es so ein bisschen, ich sage aber, es ist eine schleimige Textur. Schau her. Siehst du das? Schleimig oder schlotzig. Das passiert auch, wenn man zum Beispiel ein Kartoffelpüree mit dem Stabmixer macht. Dann kriegt es auch die Textur. Aber eben für Sauce Roux ist das perfekt. Weil das ist eine wunderbare Imitation von einer Mayonnaise. Mmh. Ja. Kann die schon wieder genau so löffeln, wie es da ist. Mit einem ganz kleinen Spritzer Essig. Können wir es noch verfeinern? Das darf ruhig so eine gut säuerliche Note haben. Das haben wir noch abschmecken. Perfekt. Dann gehen wir schon ans Anrichten. Schatz, ist nämlich nur gerade eingefallen, dass ich vorher gesagt habe, ich hätte da gerne eine Scheibe geröstetes Brot dazu. Komm, ich habe noch schnell gerannt.
Weil ich mag halt ganz, ganz dünne Scheibenbrot. Die geben wir da einfach in die Pfanne. Also selbstgemachtes Brot. Da. Ich hätte gerne ein bisschen Knoblauchpulver, aber habe ich jetzt keins. Ein bisschen Ingwerpulver drauf. Und dann guck, da ist Knoblauchpulver. Aber das muss ich so rausfahren, glaube ich. Ihr könnt das Brot rein theoretisch auch im Toaster machen. Aber ich finde, wenn man es in der Pfanne im Kokosöl ausbrät, dann hat es halt einen ganz anderen Geschmack. Wie denkst du? Das Brot dann machen, können wir das anrichten. Und dann den Borscht. Und drauf einen großzügigen Klacks von der Sauce Rue. Vielleicht noch was Grünes? Nein. Warum nicht? Hab ich schon. Magst du nichts Grünes? Hm? Danke. Dann ist das unser. Aber einen Teller brauche ich noch für meine Brotteile. Das ist aber ein Schisseleine da, weil wenn ich es in der Pfanne liegen lasse, wird es zu schwarz. Das wollen wir nicht. So. So, das ist jetzt unser russischer Borscht mit der Sauce Rue und einem gebratenen Stück Brot. Ich wünsche euch Mahlzeit, viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen und freue mich, wenn ihr mir morgen auch wieder zuschaut. Tschüss, pfiat euch!